Moin. Jo, ja, ich weiß gar nicht, wie der Videotitel lauten wird. Ihr wisst es jetzt schon und ich mittlerweile ja auch. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich dieses Video jetzt gerade aufnehme, ist der Videotitel noch nicht wirklich fix. Ich denke mal, aber er wird in die Richtung gehen. Also erstmal, heute soll es um das QBKU 122 gehen. Das seht ihr in dieser Version hier mit den Jade G10 Griffschalen und der geschwärzten Blackwash Klinge. Um das soll es im Speziellen gehen, aber auch um das Para 3. Und ich denke, dahingehend wird der Videotitel dann auch gehen. Wenn einem das Para 3 zu teuer ist, QBKU 122. Und bei mir ist es zumindest so, dass ich immer mal wieder Vergleiche ziehe, dass ich Messer in der Hand habe, die von der Linie gar nicht so viel gemeinsam haben, beziehungsweise fast gar nichts. Ich habe hier zum Beispiel von Giant Mouse das Nimbus und hier von GeoKnives das Modell 210. Und rein optisch werden wohl die wenigsten denken, das ist dasselbe Messer. Und da haben sie natürlich völlig recht. Aber die haben trotzdem durchaus einige Ähnlichkeiten. Die Gesamtlänge, die wirklich sehr identisch ist. Dann haben wir in der Griffbreite einen sehr ähnlichen Aufbau. Was die Klingenbreite angeht, sehr, sehr ähnlich. Wir haben bei beiden einen ganz sicheren Liner-Lock verbaut. Beide laufen auf dem Kugellager. Beide haben einen relativ tief sitzenden Clip. Bei beiden haben wir G10 als Griffbeschalung. Und beide eint eine wirklich solide Anmutung. Das ist absolut gefällig und ich habe einfach ein ähnliches Feeling, wenn ich diese Messer in der Hand habe. Ich kann sie über den Spidey Flick aufwerfen. Ich kann sie in beider Maßen schließen und ich habe das Gefühl, dass wirklich beide Modelle absolut top verarbeitet sind. Da muss ich wirklich dieses Modell von GeoKnives, GeoKnives gehört übrigens mit zu KubiKnives, und das muss ich qualitativ in keinster Weise hinter dem Nimbus verstecken. Das ist wirklich rein technisch, mechanisch genauso gut verarbeitet. Läuft sogar ein bisschen geschmeidiger. Die Klinge ist feiner ausgeschliffen. Hier haben wir, glaube ich, den M390 von Böhler. Hier ist es der D2 Stahl. Ja, aber das sind beides Messer. Wenn einem zum Beispiel dieses Modell an für sich zusagt, aber es ist einem zu kostspielig. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo das Nimbus preislich liegt. Ich denke mal zwischen 150 und 200 Euro, wenn man das denn noch beziehen kann in der G10-Version. Ich glaube aktuell nicht. Und wenn einem das zu kostspielig ist, dann könnte ich persönlich einfach dieses GeoKnife empfehlen, das 210. Da bekommt man eine Menge geboten. Und in dieselbe Kerbe haut dann halt dieses Modell hier von KubiKnives, das KU 122, wie schon erwähnt, in dieser Jade G10 Version. Wie ihr seht, habe ich dafür eine kleine Schwäche. Diese Kombination aus dem Blackwash, der Klinge und den Jade G10 Griffschalen finde ich optisch einfach sehr, sehr ansprechend. Und wenn man da mal ein bisschen wartet, bis die mal wieder im Sale sind, dann kann man die Teile auch für unter 40 Euro schießen. Und alles, was ich bisher von denen hatte, war halt, ich möchte nicht sagen absolut perfekt, aber doch in einem Maße tadellos, was ich einfach beeindruckend finde. Natürlich ist der Budgetmarkt heiß umkämpft und da gibt es großartige Anbieter, Civivi Knives, dazu gehöre ich dann Zencut Knives, aber auch die Modelle von Kaiser Knives, absolut großartig. Real Steel, Bestech Knives, Tuya, die haben tolle Messer zu bieten. Und KubiKnives in der Verbindung der Stabilität, des großartigen Preis-Leistungs-Verhältnisses mit den Designs, die in den letzten Jahren dazu gekommen sind, ja, die konnten mich wirklich stark beeindruckend und daher habe ich hier immer wieder gerne zugeschlagen. Und wie bei dem Vergleich vom 210 von GeoKnives und dem Giant Mouse Nimbus war es dann auch so, dass ich
abends, wenn man dann auf der Couch sitzt und nochmal den Messerkoffer hervornimmt und nochmal ein paar Modelle begutachtet, dann lagen die irgendwann mal daneben und beziehungsweise ich glaube, sie lagen so halb aufeinander und dann dachte ich schon, ja, die haben jetzt keine wirkliche Ähnlichkeit, aber diese Messer verbindet halt einiges. Und ja, als ich dann genauer drüber nachdachte, wurde das dann wirklich ein Match. Wir haben hier natürlich auch von der Linie, ist das nicht 1:1, ne? Also auf gar keinen Fall, das sind zwei grundsätzlich andere Messer. Aber das Para 3, einfach ein sehr beliebtes, hochpopuläres Modell, das hätten viele gerne. Klar, fällt unter den Paragraphen 42a, ist also nicht konform. Dennoch hat das eine riesige Fanbase und das völlig zu Recht, ebenso wie Modelle, ja, wie das Bugout von Benchmade. Die werden einfach gerne eingesteckt. Leichtgewichtig, nicht zu groß, aber auch nicht zu klein. Da kannst du gut was wegarbeiten mit. Einfach ein tolles Werkzeug. Und ja, das hätten, wie ich schon erwähnte, viele gerne, aber rein preislich schon allein bei dieser Version hier mit dem BD1N-Stahl, also das ist jetzt kein High-End-Stahl und da liegt man dennoch bei deutlich über 100 Euro in der, ja, Version mit dem Nylon-Lightweight-Griff und das muss man dann schon bereit sein auszugeben. Und wenn einem das halt zu teuer ist, dann finde ich, kommt diese Version hier, 122 von Kubi Knives, ins Spiel. Da haben wir nämlich eine wirklich fast identische Gesamtlänge. Wir haben sehr ähnliches Gewicht. Ich meine, hier sind wir bei knapp über 90 Gramm. Das ist jetzt beim Lightweight ein bisschen weniger. Hätte man die G10-Version, dann wäre das aber durchaus identisch. Also das Para 3 als G10-Version. Klinglänge durchaus ähnlich. Etwas mehr an effektiver Schneide beim Kubi-Modell. Die sind beide durchaus ähnlich breit aufgebaut, auch in der Feinheit, wie die Klingenspitze ausläuft, da nehmen die sich nicht viel. Wir haben hier beim Para 3 den Compression Lock, den würde ich im direkten Vergleich als noch solider einordnen, gar keine Frage, also zum Liner Lock. Aber auch der Liner Lock hier ist super sauber eingestellt und für normales EDC, das man ja zum Großteil für Schneidaufgaben daher nimmt, da ist das absolut tauglich. Das ist eh einer meiner Lieblingsverschlüsse als, ja, Sperrfeder, diese Platine hier. Das funktioniert wunderbar und hier beim Liner Lock finde ich es halt wirklich gut, dass man den mühelos entriegeln kann. Natürlich hat man immer ein bisschen die Gefahr, dass die Klinge dann in die Danger Zone kommt, also dass man den Finger da weghaben muss. Aber ich finde, das sollte man einfach umsichtig machen und generell mit der Übung hat man das auch schnell raus, das Messer sicher führig zu öffnen und zu schließen. Und der Compression Lock kommt noch mal ein bisschen stabiler in seiner Funktion daher. Und man hat den Vorteil, dass ja, die Finger gar nicht erst hier im Verschluss zu finden sind. Das macht es natürlich ja, deutlich einfacher in der Bedienung und bringt auch noch einen Spielspaß mit sich. Das ist natürlich ganz klar ein Vorteil beim Spyderco. Was den Klingenstahl betrifft, haben wir hier beim Kubi-Modell den D2-Stahl. Der ist auch anständig gehärtet, habe das Messer jetzt schon einige Monate. Das funktioniert ganz wunderbar und die Klinge ist im vollen Flachschliff sehr fein ausgeschliffen. Knapp unter 0,4 mm, ich glaube 3,60 habe ich gemessen. Also nochmal eine Ecke feiner ausgeschliffen als der volle Flachschliff hier beim Spyderco-Modell. Dann halt wirklich noch ein paar Millimeter mehr in der Schneidfläche. Das ist großartig, sehr ähnlich in der Ergonomie. Du hast hier natürlich noch den Vorgriff beim Para 3 und die wirklich vortreffliche Daumenrampe. Das ist in dieser Kombination unschlagbar im Messergame, finde ich. Da ist Spyderco ganz vorne mit dabei. Aber auch beim Kubi-Modell hat man eine richtige Rampe. Auch die ist gut gemacht. Wir haben keinen Vorgriff. Da sollte aber Kubi Knives vielleicht mal drüber nachdenken, ob sie dieses Modell nicht ähnlich geartet im Vorgriff nochmal produziert, da nochmal ein Update macht. Nämlich das würde auch wunderbar kommen. So halt jetzt hier schön
schön in der Fingermulde gehalten, passt sich das alles gut bei meiner 10er Handschuhgröße ungefähr ganz gut ergonomisch an. Da habe ich nichts zu meckern, gute Ergonomie, nicht zu schwer, super schneidfreudig, sauber stabil aufgebaut, tiefsitzende Clips, umsetzbar. Da kann einfach das Kubi wirklich punkten und wir haben hier halt den Bruchteil des Preises, liegen hier eher so beim Drittel vom Para 3 und das sage ich jetzt wirklich nicht einfach nur daher, das ist kein schlechter Ersatz, gerade auch weil es dieses Messer in vielen verschiedenen Versionen noch gibt, mit blanker silberner Klinge, mit anderer G10 Griffbeschalung halt. Was die Materialwahl an sich angeht, da gibt es glaube ich nur G10, das ist natürlich schade für all jene, die gerne Mikada, Carbon oder Holz mögen, aber wir bewegen uns halt hier im Budgetbereich und da sind diese Modelle mit G10, da sind die chinesischen Firmen einfach drauf geeicht. Das können die im Nu in tadelloser, blendender Qualität produzieren. Und das gelingt Kubi Knives auch. Perfekt eingestellt, keinerlei Klingenspiel, läuft butterweich, steht geschlossen, wunderbar, mittig. Das funktioniert einfach von vorne bis hinten. Und daher ist das Kubi KO 122 für mich wirklich ein Top-Tipp, wenn man denn so ein Para 3 gerne hätte, sich aber sagt, boah, nee, das ist mir einfach zu viel Geld, dann checkt dieses Modell hier mal aus. Ganz klar, die Klinge, das ganze Design, das ist schon leicht, ich möchte schon fast sagen, futuristisch, sehr, sehr modern. Das muss einem natürlich gefallen. Vielen ist das wahrscheinlich too much, ist ja auch durchaus aggressiv. Aber wer ein modernes Einhandmesser sucht, das stabil und auch noch kompakt daherkommt, das wirklich top verarbeitet ist, der sollte sich dieses Kubi-Modell mal anschauen. Jo, und im Großen und Ganzen war es das dann auch von mir. Wer Bock hat, gerne mal ein Feedback hinterlassen, gerade bezüglich Kubi Knives, ob ihr die kennt, was ihr da am Start habt, ob ihr die empfehlen könnt. Ja, und falls ja, welche Modelle für mich im Low-Budget-Bereich ganz, ganz vorne mit dabei. Alles klar, in diesem Sinne, all knives are great, bleibt gesund, peace, ich bin raus.